Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Wunder heute. Wir sind zu Gast in der Freien Christengemeinde in Olten im Kanton Solothurn. Hier finden regelmäßig Heilungsgottesdienste statt und Menschen erfahren die Kraft von Gott. Befreiung, Heilung, Wiederherstellung. Und ich freue mich sehr jetzt auf das Gespräch mit Stefan Stramm. Er kommt aus Boningen, aus dem Kanton Solothurn. Herzlich willkommen hier zum Interview. Hallo Andreas, hi. Und Stefan, du hattest ja eine ganz spezielle Erfahrung, nämlich ein Schleudertrauma und das kam dann auch zur Heilung. Aber jetzt fangen wir mal vorne an. Wie kam es eigentlich zu diesem Schleudertrauma? Ja, das ist jetzt etwa ein Jahr her. Ich war im Auffahrtslager mit den Jungschar und als wir da auf der Autobahn nach Hause gefahren sind, gab es einen Unfall. Es war ein Auffahrunfall und so hat die ganze Geschichte angefangen. Hast du sofort gemerkt, irgendetwas stimmt nicht? Also hattest du Schmerzen? Nein, absolut nicht. Ich hatte an dem Tag überhaupt keine Schmerzen im Nacken oder so. Mir ging es gut. Ich hatte noch drei andere Personen im Wagen, die klagten schon etwas über Schmerzen oder so. Aber mir persönlich ging es da noch tipptopp. Ja. Und dann erst ein paar Tage später hat sich das bemerkbar gemacht. Genau, ja. Das war am Sonntag, als ich nach Hause kam. Und das ging dann etwa so 3 Tage, war bei mir alles in Ordnung, ich war auf der Arbeit, ganz normal. Und dann so etwa am Donnerstag, sag ich mal, so etwa 4 Tage danach, merkte ich habe leicht Nackenschmerzen. Ich habe mir dann nicht groß Gedanken darüber gemacht, weil also bei der Arbeit muss ich immer viel nach oben gucken. Und da habe ich gedacht, ja, das kommt vielleicht von daher. Und dann aber am Freitag war das so schlimm, dass ich nicht mehr arbeiten konnte. Und dann ging ich dann zum Arzt, am 5. Tag. Ja. Und dann wurde eben untersucht und so weiter und da kam diese medizinische Diagnose Schleudertrauma. Genau, ja. Was kann man eigentlich machen gegen ein Schleudertrauma? Was hat dir der Arzt damals empfohlen? Ja, also ich war bei einer Ärztin, die hat mich untersucht. Die hat auch einen Bekannten, der auch ein Schleudertrauma hat. Und sie meinte dann, weil ich eben erst 3-4 Tage später die Schmerzen habe, sei das einiges schlimmer als Personen, die gleich nach einem Unfall Nackenschmerzen haben. Für die, die es später haben, sei es meist schlimmer. Und da habe ich natürlich mir Sorgen gemacht. Sie hat mich untersucht, wie ich meinen Kopf noch bewegen kann und so. Und ja, so ist es dann, wurde die Untersuchung gemacht, ja. Mhm. Und hat sie irgendwie gesagt, was du jetzt machen könntest, dass das dann Schmerzlinderung gibt, oder? Ja. Sie meinte, ich soll einfach möglichst den Kopf möglichst wenig bewegen, warm halten. Ich habe eine Creme bekommen und das war es eigentlich. Mehr habe ich nicht gekriegt, keine Schmerztabletten oder so. Einfach eine Creme zum Eincremen. Und sie meinte, ich soll möglichst eben den Hals mal stillhalten und mich dann nächste Woche vom Hausarzt noch einmal untersuchen lassen. Und dann würden wir dann weiter sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Mhm. Ja. Du wärst ja jetzt nicht bei Wunder heute TV, wenn nicht etwas geschehen wäre. Genau, ja, sonst wäre ich ja nicht hier. So ist das. Es war dann so, am Sonntag war ja Kirche und dann ging ich nach vorne. Dann wurde mir für mich gebetet, eben wegen Heilung. Weil wir haben bei uns in der letzten Zeit viel über Thema Heilung und so weiter. Und dann ging ich natürlich nach vorne und ließ für mich beten. Und dann ging ich so weit in die nächste Woche. Es hat noch nicht gebessert. Mir ging es nicht besser. Ich habe zu Hause einfach viel, viel gebetet. Weil nach der Diagnose der Ärztin hatte ich einfach hatte ich große Angst, dass ich viel Kopfschmerzen und Migräne habe. Weil ich habe seit gut 12, 14 Jahren Migräne. Und die Ärztin hat mir eben gesagt, das könnte schlimmer werden oder so. Und da hatte ich große Angst davor. Und auch die Woche durch immer wieder mal Kopfschmerzen gehabt. Und da blieb ich einfach viel im Gebet. Gebetet einfach, Herr, hilf mir, ich möchte nicht noch mehr Kopfschmerzen haben. Ich habe nicht gebetet für weniger, sondern einfach zumindest nicht mehr. Und dann war der Donnerstag, hatten wir Musikprobe für den nächsten Sonntag dann. Dann wurde noch einmal für mich gebetet, in der kleinen Gruppe. Und dann, Sonntag konnte ich nach vorne stehen, meinen Kopf bewegen, ohne Probleme. Das ging dann von Donnerstag auf Sonntag jeden Tag besser. Auch schon am Freitag, kann ich sagen, am Freitag bei der Arbeit war schon viel besser wieder. Und ja. Und so ist es geblieben? So ist es geblieben. Ich war dann noch beim Arzt. Also ich möchte ja nicht vorgreifen, aber ich war dann noch beim Arzt, ließ mich untersuchen. Und ja eben, ich meine, was will er untersuchen, wenn ich meinen Kopf bewegen kann? Dann kann er auch noch sagen, ja, war super, oder? Mhm. Ja. Fantastisch. Ja. Ja.
Wie ist es eigentlich? Wir haben gehört, Stefan, du bist ja ein junger Mann. Und viele Leute denken, ja, der Glaube ist etwas für alte Leute. Und jetzt, du hast gesagt, ich habe viel gebetet. Das heißt, genau. du hast eine Gottesbeziehung. Ja. Wie sprichst du denn jetzt mit Gott? Ist das etwas so von du zu du, so wie wir jetzt miteinander reden? Auf jeden Fall, ja. Mhm. Für mich ist es etwas sehr Persönliches. Für mich ist es nicht etwas Höheres oder ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Für mich ist es, ja, eben wie wir jetzt miteinander sprechen, etwas ganz Persönliches, ja. Mhm. Und ja, eben so habe ich auch mit Gott gebetet und eben, du kennst mich, du weißt, wie es mir geht, wie ich die Schmerzen habe und ja, du kannst machen, dass ich nicht mehr Schmerzen habe als sonst und damit eben natürlich das Schleudertrauma verschwindet und ja. Und du durftest diese Heilung ja erfahren. Genau, ja. Also du hast jetzt, Gott hat dir damit ja auch gezeigt, hey, ich bin real erfahrbar. Genau, ja. Wie hältst du es eigentlich mit der Bibel? Liest du in der Bibel? Ja, ich lese in der Bibel auf jeden Fall, ja. Und gibt dir das Kraft oder machst du das einfach, weil man es tun sollte? Oder was ist deine Motivation, die Bibel zu lesen? Da gibt es verschiedene Motivationen, aber gleich zu diesem Zeitpunkt an sich habe ich gar nicht so viel in der Bibel gelesen, sondern einfach mehr gebetet in diesem Zeitpunkt. Weil, wie gesagt, ja, kann das schwer sagen, war für mich persönlicher. Ich war da wirklich viel am Abend, eben da ich mich kaum bewegen konnte, lag ich im Bett und konnte so quasi meine stille Zeit verbringen, ja. Doch. Und sonst, wenn du die Bibel liest, gibt dir das Kraft? Auf jeden Fall. Braucht man. Das heißt, die Bibel, die spricht zu dir? Ja. Doch. Fantastisch. Ich finde das immer schön, gerade wenn wir junge Leute auch beim Interview haben, die eben sagen, das ist auch etwas für junge Leute. Genau. Und ja, nicht ein altes, verstaubtes Buch, sondern es lebt. Nein. Ja. Ich habe auf dem Natteln-App, da kann ich die Bibel lesen. Das geht viel besser. Ich mag das. Die ist klein, die hat Platz, die kannst du vornehmen und mal eben scrollen, oder? Finde ich super. Ich liebe das. Ja. Sonntagmorgen auch in der Gemeinde mitlesen. Darauf ist super. Wie ist es mit deinen Kopfschmerzen denn jetzt in diesem Bereich? Genau, da wollte ich dich auch noch etwas darüber erzählen. Jetzt ist es ja knapp ein Jahr her. Und wie gesagt, ich hatte sehr große Angst, dass ich mehr Migräne habe, mehr Kopfschmerzen. Und in dem Zusammenhang hat unser Pastor Rolf, das war einige Wochen nach dem Unfall, hat er in der Gemeinde gesagt, wir sollen auch dankbar sein für die Heilungen, die erst begonnen haben. Und das habe ich mir sehr, sehr zu Herzen genommen. Warum eigentlich? Ja, ich sage ja, wir hier in der Schweiz, hohen Lebensstandard, wir möchten einfach alles und sind mit viel auch noch unzufrieden. So. Und da sagte Rolf, wir sollen auch mit den begonnenen Heilungen zufrieden sein. Und das hat mich total angesprochen. Und ja, ich musste mich dann bewusst darauf achten, wie viel Kopfschmerzen habe ich seit dem Unfall. Und jetzt eben knapp ein Jahr danach kann ich sagen, ich habe sogar weniger Kopfschmerzen und weniger Migräne als vor dem Unfall. Und ich bin eben, wie soll ich sagen, immer noch dabei. Ich habe noch Kopfschmerzen, ich habe noch Migräne, aber deutlich weniger. Und ich bin dabei, auch diese Heilung quasi anzunehmen, das wirklich für mich zu behalten, dass ich bewusst daran festhalte, auch das geht noch weg. Du durftest Heilung erfahren von diesem Schleudertrauma. Und das ist auch etwas, was ich jetzt ganz persönlich mitnehme. Ja, dass wir auch die begonnenen Dinge schätzen lernen und sagen, okay, doch, tatsächlich, da ist ja schon eine Verbesserung sichtbar. Genau. Finde ich ganz stark. Dieser Gedanke auch, den nehme ich persönlich auch mit. Und Ihnen, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, wünschen wir von ganzem Herzen, dass Sie auch Jesus Christus persönlich erfahren dürfen. Wir wissen nicht, in welchen Lebenssituationen Sie sind, aber eins ist sicher, er ist ein guter Gott und er möchte eingreifen und er kennt Sie durch und durch. Wir hoffen, dass Sie dieser Bericht hier von Stefan ermutigt hat, auch Ihnen neue Hoffnung oder auch Glauben gibt. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie bald mal wieder bei uns vorbeischauen. Wir wünschen Ihnen von Herzen Gottes Segen.